Hey Leute, Benni und Stefan vom Aquaporisten-Kanal und ja, Kunden braucht eigentlich jeder Laden. Glücklicherweise hast du da ein paar von. Ihr hoffentlich natürlich auch. Link in der Beschreibung. Nein, Spaß. Es geht eigentlich darum, wir hatten ja schon gesagt, es gibt verschiedene Aquarianer-Typen. Im Sinne von, manche stehen auf Weichwasser, Schwarzwasser, Südamerika, Garnelen, was auch immer, hin und her. Aber es gibt ja auch so ganz global betrachtet quasi diejenigen, die eher so, ich sag mal, experimentell an die Sache rangehen, die punchen gerne, die wollen irgendwas Verrücktes züchten oder sagen, ja, ich interagiere irgendwie sehr viel mit meinen Tieren, mit meinem Becken, meinen Becken in dem Fall wahrscheinlich eher, weil das doch eher, finde ich, der Typ ist, der sich dann auch schnell mehrere Becken zulegt und irgendwie noch ein Zuchtbecken, noch ein Quarantänebecken, noch Pflanzenzucht, was auch immer. Der hat immer ein Becken zu wenig. Ein Becken zu wenig sowieso. Mhm. Und dann gibt es halt so auf der anderen Seite die das eher so als Lifestyle-Produkt, ich habe irgendwie anstatt einen Fernseher habe ich jetzt ein schönes Aquarium im Wohnzimmer stehen. Es sieht irgendwie so designtechnisch, passt das jetzt zu meiner Einrichtung? So die zwei Lager habe ich eher so im Gefühl. Siehst du das bei dir auch im Laden, dass es da so diese Extreme gibt? Oder? Ja, genau. Also als Extreme genau würde ich das auch so beschreiben, dass das so die zwei Lager sind. Klar, dazwischen gibt es auch mal Zwischenbereiche, aber jetzt genau. Würde ich auch so sagen. Also die einen, die das dann halt eher zur Entspannung im Wohnzimmer halt sich aufbauen und auch nie auf die Idee kommen würden, sich noch ein zweites Becken anzuschaffen. Ja. Oder höchstens mal vielleicht für die Kinder, dass die dann noch ein eigenes Becken dann irgendwie auf ihrem Zimmer haben. Zum Fische füttern. Genau. Aber ansonsten so halt genau würden die nicht so schnell auf die Idee kommen, sich was Neues anzuschaffen oder was Neues zu probieren, sondern halt nur, dass die dann halt irgendwann, klar, dass die Fische vielleicht irgendwann mal austauschen, vor allem wenn so ein paar weggestorben sind oder so, dass die dann halt mal vielleicht was Neues probieren, aber nicht im Sinne von andere Becken oder sowas. Genau, und dann halt das andere Extrem, ja, Leute, genau, wie ich schon sagte, halt, das gibt dann, so wie es bei mir halt auch immer schon von klein auf gewesen ist, ne, man hat immer mindestens ein Becken zu wenig. Ja. Ne, man braucht eigentlich immer gerade ein Becken, weil jetzt müsste man die Jungtiere da ne, separieren, einmal woanders reinpacken oder man hat jetzt gerade neue Fische gesehen, die man sehr super ja, interessant findet. Ja, der Klassiker, man steht auf der Börse und sagt, ah, die habe ich seit 100 Jahren, warte ich auf diese Fische, aber ich habe kein Becken frei. Ja, ja, und dann habe ich natürlich auch schon mal Kunden, also ich bin jetzt halt eher nicht so der Hardware-Verkäufer, sondern eher der Software-Verkäufer, sage ich mal hier, so was also auf die Aquaristik runtergebrochen. Und habe dementsprechend halt auch nicht viel Auswahl jetzt an Technik oder an vor allem an Aquarien vor Ort da, aber dann kommen, also so ein bisschen habe ich dann schon halt immer so auf Reserve was da und dann kommen halt manchmal Kunden reingelaufen und ja, brauchen ganz schnell dringend ein frisches Becken, weil die haben sich gerade was Neues angeschafft und ja, brauchen jetzt ein zusätzliches Becken, um schnell was Neues aufzubauen, neu einzurichten und die Fische unterbringen zu können. Genau, das wäre dann so das andere Extrem halt. Ne? Was sind jetzt, welcher Kundentyp ist dir jetzt persönlich lieber oder ist dir das egal? Ja, ach, da bin ich jetzt nicht so. Ja, ist mir im Prinzip eigentlich egal, genau. Ja, ich meine, interessant jetzt, sag ich mal, zum Unterhalten und also, um auszutauschen, ist natürlich mit dem, der, sag ich mal, jetzt viele Becken hat, weil das ist ja das, was ich ja auch mache. Ja. Dementsprechend, man kann sich da halt erfahrungstechnisch dann gut austauschen. Das sind auch meistens die, die dann natürlich mehr Erfahrung haben in der Aquaristik. Aber ja, es hat beides seine Berechtigung natürlich. Ne? Ja gut, klar. Ich habe das jetzt eher natürlich als Kundensicht auf der Seite, der eher der Verrückte ist. Mhm. Dass ich, wenn ich jetzt in einen herkömmlichen Zooladen reingehe und mir die anderen Kunden dort anschaue, mir häufig die Haare zu Berge stehen, was da irgendwie zusammengekauft wird, ohne Sinn und Verstand irgendwie. Wie gesagt, ich hatte Stefan vorhin schon gesagt, ich war vor kurzem noch in einer örtlichen kommerziellen Kette, sagen wir es mal, um nachzufragen, was die für Großhändler haben. Ich war auf der Suche nach relativ speziellen Fischen. Und gut, lange Rede, kurzer Sinn. Die konnten den Großhändler, den ich gerne hätte, nicht nutzen, weil sie ihren Standard-Großhändler haben. Und sie können eigentlich nur das nachbestellen, was sie sowieso da haben. Und in dem Sinne war halt ein Pärchen vor mir, wo ich dachte, oh Gott, ja, was ist das denn für ein Tier? Ja, das hätten wir gerne. Ja, was kostet das eigentlich? Ach, das ist so ein Spezial-Elwels für 300 Euro. Ja, nee, dann doch nicht. Packen Sie den mal wieder aus. Dann hätte ich gerne einen Diskus dazu. Ja, was kostet der? Oh, 50 Euro. Ja, dann lieber nur einen. Aber ja, von den gelben da. Ach, das sind Mollys. Ja, wie viele brauche ich da? Ah, zwei. Ja, okay. Ja, Guppies, da lieber nur Männchen noch zwei dazu und dann noch 10 Neons. Und wenn wir schon mal dabei sind, also ein paar Garnelen brauchen wir auch noch. Also am besten so ein paar blaue, rote, gelbe. Ja, was kosten die hier? Ach so, die Bienengarnelen sind auch schön. Ja, gut, dann nehmen wir davon noch welche, noch ein paar Hochzucht. Was kostet das? 6 Euro. Ja, dann aber nur eine pro Stück. Also irgendwie, dass ich mir denke,
wie kann das zusammenpassen? Garnelen in dem Fall wahrscheinlich teures Futter. Das wäre teures Futter, ja. Aber hast du auch solche Kunden? Ich meine, du bist ja jetzt eher spezialisiert, würde ich mal sagen, auf Leute, die schon ein bisschen vorinformiert sind und wissen, was sie tun. Ja, genau. Also ich habe jetzt mit den Kunden, die jetzt das erste Mal ein Becken aufbauen oder jetzt in der Aquaristik starten, nicht so viel zu tun. Klar, aber ich komme die auch mal wieder mal. Aber genau, weil die meisten, die gehen halt zuerst in Fressnapf. Ne? Die werden jetzt nicht so viel im Internet dann recherchieren oder gucken, was gibt es jetzt hier vor Ort an kleinen Shops oder sowas. Sondern die gehen dann, ja, erste Wahl ist dann halt erstmal Fressnapf und sich da beraten lassen oder da einfach direkt ein Set kaufen. Ja. Und dann, ja, alles, was man dazu braucht halt. Genau, deswegen habe ich dann eher so die Spezialisten, die dann irgendwann auf mich kommen, ne? Ja. Und die dann halt ganz frisch dabei sind, das ist dann eher selten, ja. Das kommt dann wahrscheinlich stark auf den Verkäufer quasi an, ob er gut verkaufen will. Dann kommt eben sowas zustande, dass man irgendwie, das hätte ich, ja, okay, alles klar, ich kann hier, ich sehe nur Umsatz quasi. Oder ich habe jemanden, der dann sagt, ja, was haben Sie eigentlich für ein Becken? Wie viele? Was haben Sie sich da vorgestellt? Also, weiß ich nicht. Ja. Kommt das bei dir vor, dass du den Kunden sagst, hören Sie mal, das geht ja gar nicht, was Sie sich da vorgestellt haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich will jetzt auch nicht immer so den Oberlehrer spielen und sagen, nee, das verkaufe ich euch jetzt nicht und das dürft ihr nicht zusammensetzen oder sowas halt. Na klar, das ist halt, ich meine, klar, schade dann um die Tiere, ne? Wenn ich schon ziemlich genau abschätzen kann, das wird wahrscheinlich nichts, aber ich berate die Leute natürlich so gut, wie es geht und wenn ich dann raushöre, dass da schon Skalare im Becken schwimmen und da sollen jetzt noch die Neos mit rein, also die Zwerggarnelen mit rein, dann sage ich natürlich da was zu, dann würde ich sie jetzt nicht einfach fröhlich verkaufen, sondern dann sage ich schon, ja gut, das könnte teures Futter werden, nur dass ihr Bescheid wisst. Ne? Ja, gut, da gibt es ja auch Beispiele, wo es funktioniert, nur meistens ist es dann andersrum, dass das Becken schon voller Garnelen ist und man dann ein paar Skalare reinsetzt und dann über die Zeit bleiben die halt konstant oder werden langsam weniger. Genau, ja. Ja, genau. Also das ist klar, deswegen kann ich auch nie pauschal sagen, nee, das dürft ihr jetzt nicht zusammensetzen oder Mollys und Garnelen ist jetzt eigentlich auch zum Beispiel generell eher nicht zu empfehlen, weil die Mollys dann doch auf Dauer die Garnelen insgesamt zu sehr stressen würden. Ja. Aber in speziellen Fällen klappt das dann schon noch, wenn man jetzt ein gutes Becken hat mit viel Pflanzen und viel Versteckmöglichkeiten, viel Büschen, sage ich mal, hier und da, wo dann die Garnelen sich gut verstecken können. Dann klappt das auch und die vermehren sich dann sogar und es werden sogar mehr. Ne? Nur man sieht dann meistens leider aber auch nicht so viel von den Garnelen, muss man dazu sagen, weil die dann meistens versteckt sind. Halt. Ja gut, das ist klar. Mhm. Ja, ansonsten hättest du noch irgendwas zu dem Thema zu sagen, oder? Nö. Nö, bleibt so. Genau, wenn uns was einfällt, machen wir ein neues Video. Ja. Dann schreibt doch gerne mal in die Kommentare, in welche Gruppierung ihr euch eher zählen würdet. Es ist klar, es gibt immer so ein Gradienten quasi. Natürlich möchte man auch mal ein schönes Becken haben, wenn man jetzt vielleicht eigentlich nur auf Zucht aus ist. Mhm. Ja, ist klar. Aber es gibt ja schon eher so die Tendenzen, viele Becken und Panscherei oder nur, es muss nur schön aussehen, das gibt es ja häufig schon. Mhm. Das würde mich mal interessieren oder uns mal interessieren. Schreibt das gerne mal in die Kommentare und auch gerne eure Erfahrungen vielleicht mit guter oder schlechter Beratung, worauf man da vielleicht achten sollte. Ich meine, Stefan macht das ja nur schon ein paar Jahre. Mhm. Aber du hast ja zum Glück jetzt nicht die, wie du schon gesagt hast, kritischen Fälle eher weniger hier im Laden. Ja. Wie gesagt, das war jetzt eher so aus gegebenem Anlass, dass ich, ja, ich war schon lange nicht mehr in so einem Zooladen. Und in dem Fall dachte ich, das kann nicht sein, wenn das. Ich weiß, dass das natürlich öfter vorkommt, aber naja, deswegen muss das jetzt einfach mal sein. Von daher, macht euch nicht raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao.